Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No Place Like Home. Weiter geht's. Wir haben viele, viele Fertiggerichte hier. Okay, wir haben keinen Schrott mehr. So, in der Käserei ist Stuff drin. Stimmt, da fehlte noch ein einziges Ei. Das nehmen wir uns hier mal mit. Ich würde auch gerne die Enteneier verarbeiten, ehrlich gesagt. Nicht nur die normalen, aber scheinbar kann man nur die normalen verarbeiten. Wir haben wahnsinnig viel zu essen dabei. Wir haben auch 100 Milliarden neue Felder. Tatsächlich brauche ich die aber gar nicht. Wir werden hier einfach nur die Felder reinpacken, denke ich. Flup, flup, flup. So, Felder und hier kommen neue Samen rein. Genau, die Felder kommen nämlich raus. Und hier kommen dann dafür die neuen Samen rein. Knoblauch, habe ich den schon angepflanzt? Ich weiß es gar nicht genau. Aber scheinbar habe ich dann noch einen Stack Knoblauch im Inventar. Den behalten wir natürlich und werden ihn gleich mal einpflanzen. Zwiebel, Saatgut, Paprika. Und wo muss ich doch hier... Warte. Und hier haben wir noch mal ein paar neue Felder. Sind ja noch nicht genug. Und wie gesagt, kein Bock, das alles abzuernten. Da bin ich ehrlich gesagt gerade sehr faul. Das möchte ich einfach gerade nicht. Wir können mal einen Turbosprinkler. Kann ich den eigentlich schon machen? Ich glaube, dafür brauchte ich auch Milch, ne? Den kann ich, glaube ich, noch nicht machen. Nee. Hier haben wir noch eine Ölpresse. Und ein Gewächshaus. Ein Wüstentopf 16 Mal. Ich glaube, den müssen wir sowieso machen, ne? Lass uns den mal machen. Okay, ja, den Rest würde ich sagen, chillen wir einfach mal und machen weiter. Oh, ich habe, wie gesagt, keinen Bock, den ganzen Kram mitzunehmen. Kein Bock drauf. Für sicher. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier alles Schönes noch drin. Hüte haben wir, ich glaube, das können wir erstmal alles drin lassen. Oder? Wir könnten, was ich hier gerade machen wollte, tatsächlich Knoblauch und Dings anpflanzen. Knoblauch und das andere, was haben wir hier? Kalkalgen. Da ist Knoblauch. Ein bisschen Milch, ein paar Wüstentöpfe. Oh, fehlt noch ein Wüstentopf. Da oben sind sie. Sind hier eh bald wahrscheinlich weg. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir denn mit? Naja. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Das fehlt mir leider der Klicker, ne? Schade, dass der hier nicht funktioniert. Ein Klicker, der eh klickt. Oh, ich hatte sich irgendwas mitgenommen, was noch nicht fertig gewachsen ist. Das ist noch nicht fertig. Auch wenn ich nicht genau weiß, was das sein soll. Rotte Bett ist auch fertig. Oh, guck mal, man muss nur einmal anklicken, dann würde der alles mitnehmen. Sehr interessant. Okay. Könnten schon sein, dass es 50 sind, wa? Erstmal machen wir hier die Lauchzwiebeln. Let's go. Oh. Warum wollte er das nicht mitnehmen? Was ist das? Stockrosen. Weg damit. Mag keine Blümchen. Nee. Sind auch noch nicht fertig. Ich weiß gar nicht, kann man die Rosen... Da habe ich das Gefühl, ich kann die Rosen gar nicht mitnehmen. Dass die nie zu Ende wachsen. Ich bin der Meinung, ich habe da noch nie wirklich was gesehen. Naja, egal. Wir pflanzen den Rest jetzt an hier. Lassen das wachsen. Deswegen nehmen wir ein paar Stockrosen mit hier. Dann sind die nicht ganz so, die Plätze nicht ganz so verschwendet. Gut, gut, gut. Den Rest lassen wir so, würde ich sagen. Jetzt habe ich aber relativ wenig Platz. Können ein bisschen Weizen verarbeiten. Da. Brauchst du einfach 42 mal Weizen dafür. Sonst habe ich aber, doch, ich hätte theoretisch noch genug Weizen. Machen wir ein bisschen was weg. Ein paar Kartoffeln machen wir noch weg. Mach das noch weg, mach ein paar Äpfel weg. Konservieren wir das. Und dann würde ich sagen,
Ich hatte auf meiner To-Do-Liste noch aufgeschrieben, dass ich hier zu diesem dicken Deckel gehen möchte, weil hier unten nämlich, glaube ich, noch Müll war, den ich damals noch nicht kaputt machen konnte. Genau den da. Den Gummimüll. Damit haben wir diesen Teil dann nämlich auch erledigt. Kann das frisch von meiner To-Do-Liste wieder streichen. Habe ich die noch offen? Nein, habe ich natürlich nicht offen. Und weg damit. Jetzt haben wir noch Milch und Kekse auf Berg hinter Funkstation. Und mehr ist mir tatsächlich gar nicht mehr eingefallen, weil ich den Rest der Karte gar nicht mehr so richtig im Kopf habe. Hier kommen wir ja sowieso später noch hin. Hier sind wir ansonsten langgelaufen. Eigentlich habe ich das alles gemacht, ne? Ich war da sehr, sehr, sehr sauber. Ich glaube, da habe ich ziemlich sauber gearbeitet, muss ich sagen. Okay, gefrorene Gipfel. Und jetzt soll ich die Lore benutzen. Hier, ne? Da müssen wir nämlich rechts dort, wo das Ende ist, langlaufen. Müsste irgendwann genau da oben. Da oben muss es sein. Ansonsten weiß ich tatsächlich gar nicht mehr genau, ob ich irgendwas verpasst habe. Wir werden sowieso später... Na, das Waschbär. Der Waschbär. Habe ich das Haus schon gebaut? Ich glaube, ich habe es gelernt, aber ich habe es noch nicht gebaut, ne? Verdammt. Schon gehört den kleinen Waschbär. Wobei ich Waschbären, Tier, Katzen und Hunde eh nicht brauche. Ziemlich... Wow. Flupp. Gut, ich habe mir währenddessen einen köstlichen Bananenshake reingezogen. Mir ein paar Folgen von The Big Bang. Paar Minuten von Big Bang Theory reingezogen und los geht's. Was soll ich machen? Anschubsen? Ah, hier ist ein Knopf. Wow. Okay, den zu sehen ist. Oh, okay. Kehre zu Lili zu. Ey. Mein Wagen ist einfach weg. Naja. Ich würde ja gerne da langlaufen. Das wäre ganz cool. Wenn ich das könnte. Lass einfach darüber laufen. Das hätte was. Das wäre cool. Dann auf zum Kraftwerk. Ups. Oh. Oh. Jetzt können wir auch da. Oh. Oh, da geht's lang. Okay. Cool, dann müsste ja. Müsste ja der hier gewesen sein, oder? Let's go, Lili. Was gibt's? Glückwunsch, Ellen. Das hast du toll gemacht. Endlich wurde dieser Ort von dem widerlichen Schleim befreit. Und du kannst das Gerät auch bei anderen Schleimwänden verwenden, um zur Wüste zu kommen. Aber würdest du mir bei der Rettung der Schafe helfen, bevor du abreißt? Selbstverständlich, was müssen wir für sie tun? Ich habe mich also nicht in dir getäuscht. Mir wird ganz warm ums Herz. Ich benötige bestimmte Pilze, die an verschiedenen Stellen im Tal wachsen. Das sind die letzte Zutat, die mir noch für das Gegengift fehlt, um dir armen Tieren zu helfen. Wird erledigt, Lili. Für die Schafe scheinen wir keine Mühen. Lili hat mich gefragt, ob ich hier bei der Heilung ihrer Schafe helfen könnte. Bei der Heilung ihrer Schafe helfen könnte, schon richtig. Ich muss ganz bestimmte Pilze finden, die irgendwo hinter der zerstörten Eiswand sind. Oh, das ist ja perfekt. Nicht, dass ich sie hier suchen müsste, weißt du, aber da hätte ich sie ja schon gefunden. Sehr cool. Jetzt haben wir so ein riesiges neues. Ja, logisch, oder? Hier müssen wir auch drüber lang. Da wird es wahrscheinlich. Weltkarte, zeig mal. Oh, jetzt Ende. Cool. Und dann geht's zur Wüste rüber. Ah, da freue ich mich ja schon drauf. Du bist ein Spucker. Ne, bist du ein Spucker? Ne, bist du nicht. Da ist irgendwas. Pilz. Lecker. So, hier könnte ich zum Beispiel eins davon nutzen. So, der Rest packen wir wieder zurück. Das sind ja wertvolle Sachen, ne? OMG. Alter, was das für eine Power hat. Ja, es muss halt irgendwie wegbouncen, ne? Mhm.
OMG, Alter. Einfach alles weg. Sehr schön. Was mich interessieren würde, ich habe hier hinten gerade noch ein riesiges Areal gesehen, wie ihr seht, ne, hier. Da. Wenn ich jetzt hier rauflaufe, aber ich komme nicht rüber, ne, und einfach mal das Ding hier loslasse. Verdammt, das fährt nicht nach unten. Was ist das denn? Kann man damit auch die da killen? Oh, verdammt. Naja, es ist okay. Dafür hat es zumindest die kaputt gemacht. Okay. Ich dachte, es würde runterfallen. Aber es fiel gar nicht. Alter. Okay, lass uns das mal ein bisschen... Oh, Schafe. Ich würde sagen, lass uns das mal ein bisschen saugen, oder? Auch die ganzen Pilze und so weiter mitnehmen. Na, ist auch noch ein Pilz. Gucken wir später. Also, es hat mir jetzt sicherlich 2 Minuten erspart, oder? Würde ich sagen. Gut, für euch ist es egal. Aber mir hat es, glaube ich, jetzt 2 Minuten erspart, dieses Hühnchen. Hm, sehr cool. Gefällt mir. Gut, dass wir davon noch ein paar dabei haben. Und wir müssen davon, glaube ich, noch ein paar machen, ne? Vielleicht sollten wir auch mal die Küche ausbauen. Oh, ein Stuhl. Hallöchen. Die Küche ausbauen, damit wir auch das andere Rezept machen können. Es gibt ja noch eins, wo wir die Hühnchen machen können. Brauchen wir halt andere Materialien, dafür wird es in Ordnung. Schneebälle müssen wir auch mitnehmen, regelmäßig mal welche finden. So, ich habe einen Huhn, habe ich einen Huhn gehört. Oh, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Platz in unserem Hühnerstall. Wir müssen das auf Premium ausbauen. Da es da hinten lang geht. Okay, da ist Ende auf jeden Fall, denke ich. Lass uns mal hier lang. Ein Heiler. Perfekt. So, da geht's auch noch weiter. Hühnchen. Vielleicht ist ja eine Höhle. Ah, dich kann ich leider nicht mitnehmen, Hühnchen. Es tut mir leid. Du musst noch ein bisschen frieren. Oh, das ist doch perfekt wie so ein Huhn, ne? Einfach mal hier in die Richtung. Weil Höhenunterschiede dürften ihm tatsächlich nichts ausmachen. Geilo. Ah ja. Ist schon geil, oder? Machen wir das hier kurz wieder weg. Ja. Oh, hi. Wenn das alles kaputt machen. Nur falls hier und wieder was runterfällt. Oh, da dürfte nichts mehr runterfallen. Hallöchen. Heiße Quelle. Mit ein bisschen Müll drin. Oh. Der ganze Müll, der da reingeflogen ist. Ah ja, 2 Hühnchen haben uns einfach wieder... Das waren bestimmt jetzt 5 Minuten, denke ich. War schon wirklich sehr, sehr viel gewesen. Oh, die Hühnchen kann ich leider nicht alle nicht mitnehmen. Das ist echt schade. Noch eins, kommen wir da ran. Was dann? Kommen wir nicht. Hm, wie kommen wir da ran? Interessant, bleib mir bitte an. Nein! Tu mir das nicht an. Da liegt noch was. Und da liegt noch was und da kommt die ganze Zeit Müll runtergeflogen.
Ihr Schlingel, ihr. Okay, wie komme ich darüber? Hier ist eine Barrikade, okay. Eine Barriere. Aber rüber gesneakt. Ein Ratatouille. Oh, wieder mit einem. Jetzt habe ich das Rezept nicht gesehen. Aber wir müssen unbedingt unsere Küche verbessern. Das ist wichtig. Danke. Das werden wir demnächst auch mal angehen. Ich glaube, das konnte ich sogar auch schon, oder? Ich hatte nur keine Fertig. Wollte nur die Fertiggerichte damals nicht ausgeben. Cool, ne? Also haben wir hier den Bereich geklärt. Und da geht's auch nicht mehr allzu weit lang. Hier geht's lang, ne? Mhm. Zwei haben wir noch, zwei Hühnchen. Na denn? Ist das geil oder ist das geil? Also ich kann nur sagen, dass es geil ist, oder? Da spart ja sowas von viel Zeit. Und wirklich teuer ist es tatsächlich gar nicht. Oh. Ich würde ja auch gerne testen, ob wir die angreifen können mit dem Huhn, aber das wäre mir irgendwie zu langweilig. Aber probieren wir es trotzdem. Das ist ziemlich langweilig, ne? Tatsächlich sehr boring, dass wir die damit killen können. Dim, dim, dim. So, alle nur noch. Kennst du, dass es schon gewesen ist? Ja, ne? Ich glaube, das war's auch schon, ne? Wir sind schon am Ende angekommen. Kurz mal hier die Haufen wegmachen. Okay. Saugen wir noch ein bisschen. Wahrscheinlich müssen wir danach noch die Hafer alle noch einsammeln. Super nervig. Pizza Margherita. Heilt uns ein bisschen. Hexenhut wieder mal bekommen. Ein Hut für die Tiere. Was auch immer mir das. Oh Gott, ich erschrecke mich immer so, wenn das leckt. 5 Uhr, okay. Ich mag Ruckeln nicht so sehr. Assoziiere ich nicht mit was Positivem tatsächlich. Alles einsaugen, los geht's. Miau. Miau. Coolio. Das ging flott, ne? Wir müssen unbedingt diese Küche ausbauen. Okay. Mensch, da sind wir ja in wenige Minuten durch das ganze Ding durch. Ich denke, da war nichts mehr, ne? Wir werden am Ende sowieso vielleicht nochmal alles, gehe ich von aus, alles durchgehen. Aber eigentlich, ich guck doch mal kurz. Also hier war noch ein Knopf. Der keine Ahnung was genau tut, weil ich hier auch kein Kabel sehe. Vielleicht hat er das mit dem da hinten, mit dem Pilz weggemacht. Ansonsten sehe ich hier aber tatsächlich nichts. Ist dem so, dass er das mit dem Pilz weggemacht hat? Also die... Ja. Leute, ich hätte eigentlich gar nicht reinkommen sollen. das war gar nicht gedacht, dass ich hier rüberkomme. Ja gut, dann haben wir auch den richtigen Weg noch gemacht. Das war halt... Okay, lustig. Aber tatsächlich war es das schon. Oh.
Da ist noch ein Stück Müll. Das möchte ich gerne noch haben. Oh, wo ist es? Da drüben irgendwo. Ey, bin ich doof? Ich hab's doch gerade gesehen. Da. Unter einem riesen Eispilz. Dim, dim, dim. Hier muss das sein. Was? Ich komme dieses Stück Müll nicht ran. Na, jetzt ist es unten. Wir haben es runtergepustet. Okay, dann haben wir die ganzen Algen für sie. Und dann haben wir auch diesen Teil abgeschlossen. Die gefrorenen Gipfel. Perfekt, ey. Ich habe aber schlechte Nachrichten. Nach eingehender Untersuchung hat sich herausgestellt, dass diese Pilze nicht ausreichen. Es gibt immer noch ein letztes Giftleck im Sumpf, das unser Problem komplexer macht. Bitte repariere dieses Leck und sammle einige Kräuter ein, die dort wachsen. Sie haben eine natürliche Giftimmunität und sind für die Zubereitung des Gegengifts entscheidend. Die Pilze sind nicht genug. Lilly benötigt eine letzte Zutat, um das Heilmittel für die Schafe herstellen zu können. Boxhornklee. Ich kann diese Armtiere nicht länger leiden lassen. Das Boxhornklee ist irgendwo im Sumpf unterhalb des Hügels mit dem Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum war aber dort. Im Sumpf. Also hier, ja. Na gut. Boxhornklee. Das muss aber neu sein. Oder habe ich da schon eingesammelt und habe sie da weggepackt? Nee, muss neu sein. Ich meine, der Klee, der Farn, die Algen sind ja auch neu dazu gekommen. Dann werden wir die nochmal ganz kurz suchen. Ein paar Plätze haben wir noch frei im Inventar. Ich habe hier eine Deko bekommen. No place like home build. Oh. Muss ich dann gleich mal aufhängen. So, das ist noch kein Sumpf. Ne? Sumpf ist ohne Schnee. Na, hier fängt der Sumpf an. Ich könnte mir vorstellen. Doch hinter mir irgendwo da. Boxhornklee. Where are you? Liebes Boxhornklee. Ich hätte hier gedacht, tatsächlich. Ist das denn da noch Sumpf? Ja, es könnte auch Sumpf sein, tatsächlich. Das ist tatsächlich gar kein Sumpf, ne? Sieht nicht nach Sumpf aus. Das ist Sumpf. Dann gucken wir noch mal, wo hier etwas glänzt und glitzert. Es muss ja neu sein, sonst hätte ich es ja schon aufgesammelt. Vielleicht habe ich es auch schon aufgesammelt, wer weiß das schon. Ich kann euch alle nicht mitnehmen, ihr seid alle zu viel. 1, 2 und Nummer 3. Und noch 4 mitnehmen. Also es gibt auf jeden Fall immer noch mal ein bisschen Reserve hier, ne? Was ich, ja, schön für die Leute, die nicht alles sauber machen wollen, aber ich finde es irgendwie nicht so schön. So, das war die Quest, ja. Perfekt. Und dann müssen wir sicherlich noch einen Stall für die Schafe bauen und sie dann noch holen. Wobei, ich weiß gar nicht, Schafmilch? Wird es Schafmilch geben? In dem Game? Danke, Ellen. Hier nimm das Gegengift und verreiche das allen Schafen. Abreiche das allen Schafen. Ich kümmere mich darum. Endlich habe ich ein Heilmittel für die Schafe. Jetzt muss ich es ihnen nur noch verabreichen. Sobald es ihnen besser geht, schließen sie sich hoffentlich meiner Herde an. Helfe 5 Schafe und freunde dich mit ihnen an. Ah.
Ja. Wer kann mir denn einen Schafstall geben? Schäfchen zählen. Dann würde ich sagen, lasst uns doch ein bisschen die Rezepte holen. Erstmal die Superküche werden wir noch kaufen. Wir haben ja super viele Fertiggerichte, sollte auf jeden Fall reichen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schafstall. Dafür brauche ich vielleicht natürlich Knoblauch und Zwiebeln, ne? Hat der eine Quest für mich? Nein, ne? Eigentlich nicht. Verbesserte Kon- Ach, komm, lass uns einfach alles kaufen. Was soll der Geiz? Marmelade brauchen wir dafür. So, dann noch den Turbo-Sprinkler. Dreimal Milch. Jetzt habe ich halt nicht mehr viel. Deswegen brauchen wir neue Fertiggerichte. Und können dort gleich mal die Konservierungsmaschinen verbessern. Schon viel. So, dann lass uns das bauen. Einmal die Dista. Brauche ich noch ein bisschen Glas. Was Glas? Ups. Ich glaube, es war Glas. Okay. Können wir schon mal die Felder da wieder reinpacken? Einmal dort kommen Felder hinein. Dort kommen. Ich brauche noch eine weitere Kiste für Samen wahrscheinlich. Aha! Das ist kein Glas. Ja, noch glücklicher ist einfach diese Disco-Kugel, ne? Also die werden sie scheinbar doch nicht automatisch abernten können. Aber interessant, wo soll ich denn bitte... Wo soll ich denn bitte... Dings herkriegen? Ein Dings für die Schafe. Die wollen doch da nicht rein. Hühner, Schweine, Kühe. Und was anderes kann ich nicht bauen. So, dann erstmal die hier. Konservierungsmaschine geht noch nicht. Das Waschbärhaus können wir noch bauen. Das ist aber groß. Dim, dim. Lass uns das Waschbärhaus zu Rudy stellen. Auch schon wieder alle voll hier. Okay, überall keinen Platz mehr. Dann vielleicht da drüben hin. Dim, dim, dim. Kann ein bisschen am Wasser hier sein. Okay. Wir lassen die mal wachsen, die Dinger. Mag das nicht. Mag ich das? Also es gießt schon ziemlich viel, ne? Mich würde ja tatsächlich interessieren, wie viel das gießt. Aber ich denke, ein 6x6 Feld wird sicherlich, oder 5x5 Feld wird sicherlich schon sein. Oder 6x6 wahrscheinlich eher. Turbo-Sprinkler haben wir dabei, ja, ne? Ja. Dann pflanzen wir noch ein paar Fältchen an. Und ich sage mal, die Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von No Place Like Home. Ich werde es kurz machen und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.